Hallihallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time. Und wenn mich nicht alles täuscht und ich mich nicht verzählt habe, dann ist das hier die Part Nummer 64. Genauso wie die 64 im Nintendo 64. Hey, toll. Dem einen oder anderen wird es vielleicht aufgefallen sein, aber ich hatte jetzt ungefähr so ein halbes Jahr oder so, wo ich gar nichts hochgeladen habe. Dieses halbe Jahr sollte jetzt vorbei sein, denke ich mal. Und daher nehme ich einfach ein bisschen weiter auf mit, ja, Zelda. Gut, jetzt muss ich ja gleich mal gucken. Also, ich denke mal, das hier ist Part Nummer 64. Einfach weil, ja, warum denn nicht, ne? So, das hier war, glaube ich, die Kantate des Lichts, die ich spielen muss. Oh, nein. Geistertempel, Nocturne des Schattens. Links, rechts, rechts. Ah, links, rechts, unten. Links, rechts, rechts. Ah, links, rechts, unten. Das ist, glaube ich, falsch, oder? Nein. Ich habe die Musikstücke verwechselt. Verdammt. A unten, A unten. Nein, nein, A unten, A. Rechts unten, A. War schon mal richtig. So, hier sind wir also und wollen den letzten Dungeon in diesem Spiel endlich mal angehen. Das habe ich ja schon, weiß Gott, wie lange nicht mehr gemacht. Verdammt! Diese Viecher, ne? Das ist schon Maximum Trolling. So vielleicht? So. Fick dich, fick dich, fick dich. Oh fuck, ich bin voll daneben. Ah, scheiße. Diese Kante ist so gemein, ne? So, wie ist denn das? Ich glaube, hier kann ich doch jetzt ein Herzteil holen. Oder war ich hier schon? Ne, das Herzteil ist noch da. Sehr schön, dann mache ich das als erstes. Ich war schon ewig nicht mehr... Oh, fuck. Fuck! Oh nein! Warte, warte, warte. Ich wollte hier was ausprobieren. Ich wollte hier was ausprobieren. Wenn ich die hier anhab, lassen die mich dann vielleicht in Ruhe? Nein, lassen sie nicht. Natürlich lassen sie mich nicht in Ruhe. Das sehen die ja gar nicht ein. Ich bin nur einfach langsamer und werde von den... Ich verstehe nicht, wie man diesen Trollscheiß machen konnte. Das hat mich doch schon ein bisschen geärgert. So, hier kann ich zwar drauf, aber es sollte mir egal sein. Ich möchte... Hier möchte ich drauf. Solange diese Textbox angezeigt wird, kannst du mir gar nichts. Bäm, ich habe dich vernichtet. Und ich habe eine goldene Skulltula. Ich habe alles. Ja, ich bin nicht mehr so wirklich... das ist so ein Trolling, diese Scheiße, ey. So, leck mich. So, leck mich. Haha, du hast mich gar nicht erwischt. Haha. Ich möchte jetzt als nächstes diesen Dungeon hier fertig machen. Das ist, was ich in diesem Let's Play jetzt als nächstes anziele. Da ist doch auch noch was. Das hat doch schon... Das hat garantiert, hat das Gründe. So. Nicht dein verfickter Ernst! Ja, ja. Erzähl mir! Erzähl mir! Wollt ihr mich nicht alle noch umbringen? Kleinen Wichser, jetzt gucke ich als erstes mal, was hier ist. Weil hier war ein Schatten. Ich bin mir absolut sicher. Oh, hier war tatsächlich gar kein Schatten. Das ist ja super. Das ist... Ja, spawnen mich rein. Penner. Ach so, du spawnst dann. Mann. Ich hasse dieses.
Sogar einen Lucky Punch hat er, ernsthaft. Da, er geht jetzt hier hoch. Ha! Meins! Ihr Penner, und jetzt ist es nicht egal. So, damit haben wir alle Herzteile. Es gibt nur noch den Herzcontainer nach dem Besiegen dieses. Wisst ihr schon? Dieses Volltrottels. Aber kann mir gerade mal egal sein, weil ich bin damit im Tempel und jetzt geht es darum, endlich in diesem Tempel was auf die Reihe zu kriegen. Oh, wie war das? Ich habe kein Schild equipped, ich kann mich nicht verteidigen. Da war ja was, man kann sein Schild nicht zücken, wenn man es nicht ausgerüstet hat, ja. Okay. Schön, oder? Von dem wusste ich noch. So. Komme in der Vergangenheit hierher mit dem reinen Herzen eines Kindes. Das ist eigentlich cool. Das kann ich auch lesen, ne? Was? Wer in die Zukunft reist, möge aus der Vergangenheit kommen und die Kraft des Silbers tragen. Ich glaube, wir haben diese Kraft des Silbers. Daher können wir weitergehen. Boah, ey, ist das alles lang. Her, Geld, 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 Geld. Geld! Yeah! Dafür hau ich mir auch gern meinen Kopf kaputt. So, jetzt können wir, glaube ich, hier den hier hochheben. Genau. Das war alles, was wir tun wollten. Dieses Ding beiseite schieben können. Dafür haben wir so einen fetten Umweg gehen müssen, haben noch nebenbei einen Haufen Herzteile gesammelt und so einen Scheiß. Das will ja eh keiner. So. Schauen wir mal. Genau, jetzt haben wir hier... So viel ist es gar nicht mehr. Dieser Tempel ist gar nicht so groß, wie ich dachte. Oh. Was passiert, wenn ich hier dieses Ding aktiviere? Achso, und der hört dann irgendwann wieder auf, oder was? Ich vermute mal, der wird irgendwann wieder aufhören oder so. Wir haben Katzenminen? Echt? Krabbelminen? Krass. Und davon 43. Joa, ja, gönn ich mir. Was? So, jetzt da haben wir ihn erwischt. Oh, cool. Yeah. Shop Gold. Was, wo muss ich denn überhaupt hin? Ja, das ist jetzt wieder reiner Zufall. Wir müssen in die Mitte. Aber ich vermute mal, der Kampf wird links sein. Ich vermute, das hier wird... Also, ich vermute, der linke Raum wird der Bonusraum sein, weil rechts schließt nochmal einer an, der nicht nach oben geht. Weshalb ich da dann vermute, dass wir dort irgendeinen Schatz kriegen oder so. Das sieht... Wow! Wow! Weg mit dir! Haha! Hier steht die Inschrift aus dem Wappen der Königsfamilie von Hyrule. Boah, hier muss ich mich wahrscheinlich auch sogar wieder ein bisschen konzentrieren und mich... Hier ist sonst nichts. Okay. Wo ist denn meine Ocarina? 97 Skaltula. Sehr schön. Bald haben wir sie alle. Das ist bestimmt das, was wir machen müssen. Wir müssen uns erkenntlich zeigen. Im Land der Gerudo müssen wir zeigen, dass wir kein Gerudo sind. Und auch nicht die beste Gerudo-Kriegerin. Oder der beste Gerudo-Kriegerin. Einmal bitte. Was kriegen wir denn hier? Kompass wahrscheinlich. Ja, den Kompass. Hä? Hier war ja irgendwie... Hä? Das war ja nicht mal mehr Treibsand. Oh, das ist ja Verarsche, ey. Och, natürlich lebt der jetzt wieder, ne? Jetzt will ich aber auch mal was versuchen. Jetzt, wo ich 50 Pfeile habe. Ja, also wer es verpasst hat, ich habe einen Stream gemacht.
Haha. Achso, der lebt weiter. Das ist ja doof. Machst du deine Augen noch wieder auf? Was? Oh, ich habe einen Pfeil vergeudet wegen dir, ey. Die mache ich kalt. Ja, warte, mache ich ihn kalt? Ich mache ihn nicht kalt. Das lohnt sich nicht. So, ich gehe hier einfach an ihm vorbei. Okay, aber sonst geht's euch gut, oder wie? Das ging doch super. Oh, ich höre eine Skulltula. Was? Oh nein. Wie kriege ich das Ding? Ich habe keine Ahnung. What? What? Ich meine, ich will die Skulltula und alles. Und ich krieg das auch alle. Oh. Navi? Warum ist sie hier. Warum leuchtet sie hier grün? Was war denn das jetzt für ein Song, den ich spielen muss? Nein. Das da? Nein. Welcher dieser Songs war denn das jetzt? War das nicht die Hymne des Sturms? Nein, die Hymne der Zeit. Rechts, A, unten. Glaube ich. Keine Ahnung. Ja, meine Güte, ey. Boah, ich bin gar nicht mehr so gesprächsbereit, muss ich sagen. Okay, es war die andere. Nein, wie ging denn die andere? Die war auch mit diesen drei Noten, ne? Ach, A, O, ja, genau. Die war das. So, reicht das jetzt vielleicht einmal? Wie kriege ich dieses blöde Ding da weg? Auch nicht. Oh nein. Was war denn das? Ich glaube, es war aber die Hymne der Zeit. Das war jetzt die Hymne der Zeit, ne? Verschwindest du jetzt bitte? Ja. Jetzt, Salon. Bei dieser wunderschönen Animation können wir sehen, was ich... Fuck. Wie gemein von der, ey. So. Ich fürchte normal und ich habe recht... Fuck. Was? Wie komme ich denn da jetzt hin? Ach so, ich ahne es ja. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Natürlich. Ja, klar. Wir haben ja die Gleitstiefel, wir kommen da schon noch hin. Das wusste ich. Sag doch, ich wusste es. Okay. Da müssten wir jetzt theoretisch einen Schlüssel erhalten. Ach, jetzt ist hier das letzte Ding. Okay, ja, das ist in Ordnung. Oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck. Warum musst du denn jetzt hier kommen? Damit kann ich leben, wenn es für ihn nur einen kostet. Wow, ey. So, hier haben wir jetzt auf jeden Fall den kleinen Schlüssel, den wir gebraucht haben. Wir können damit in die nächste Ebene vorkommen. Das ist doch schon mal gar nicht schlecht. So, und wie ihr sehen könnt, wie gesagt, das hier ist das erste Mal seit einem halben Jahr, dass ich aufnehme, so gefühlt. Boah, jetzt dachte ich, der rollt auf uns zu, ey. So, und hoch mit uns. Sehr schön. Einmal raus und damit können wir hier dann in die nächste Ebene vordringen. Jetzt sieht er uns nicht mehr. Oh,
Ich muss hier hin. Ups. Oh, fuck, Mann. Kannst du den mal anvisieren, bitte? Diese Viecher regen mich auf. Die wollen mir nur mein Schild klauen. Damit ich mich mit meinem Schwert nicht mehr verteidigen kann. Aber ich kann mich mit meinem Schwert verteidigen, hä? Was machst du jetzt, hä? 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 Wer ist hier der Beste? Ich bin der Beste! So, Klassiker. Irgendwelche Skaltulas? Nope, gar keine. Junge, erstmal herab und dann. Sehr schön. Damit haben wir das Stockwerk 1 schon mal durch. Und hier haben wir gleich 2 Schatztruhen. Ich wette, was eine von beiden ist unsichtbar. Okay. Ich wusste das. Aha. Ich wusste es. Eine. Wo ist die dritte? Wo ist die dritte? Ist sie da runtergefallen? Nee. Der Sound sagt, sie ist irgendwo hier. Nee, sie ist nicht da. Also, wie ich mein Glück kenne, ist sie hier irgendwo hinter einer Wand. Nicht die richtige, wir machen sie alle einfach durch. Sage mir, was könnte die denn bewirken? Ich weiß es nicht, aber hier haben wir irgendwas drin. Ein Herz, das ist ja nett. Oh. Was haben wir hier drin? Wir müssen natürlich alle Schätze. Oh, wie gemein. Gemein. Okay, was kriegen wir denn, wenn wir das hier jetzt provozieren? Ich glaube, das ist eine dumme Idee. Ich wusste, dass eine da sein würde. Was mach ich, Idiot, auch nur? Oh, bin ich blöd. Oh, bin ich blöd. Mann, bin ich ein Idiot. Ich muss jetzt nur mal was gucken. Respawn. Wo spawnt man denn jetzt neu, wenn ich hier jetzt speichere und aufhöre? Weil die Zeit für den Part ist tatsächlich schon rum. Kannst du mir auch was anzeigen, Internet? Ich vermute mal, wir spawnen hier neu. Und selbst wenn nicht, muss ich halt noch einmal durch die Wüste des Grauens. Ich habe jetzt nicht so viel geredet. Tatsächlich weiß ich noch gar nicht, was ich jetzt eigentlich sagen will bei diesem Let's Play. Die ganze Zeit. Man würde es sehen, das war jetzt ärgerlich, ey. So eine Scheiße, ne? Blöde Trolle, ey. Ich hätte einfach weitergehen sollen. Oh, diese ganzen verfickten Hände. Ich hasse sie. So, hier wollen wir dann eigentlich hin. Wahrscheinlich wird da in dem viereckigen Raum wird wahrscheinlich der Boss-Key sein. Vermute ich mal. Das Dungeon-Item wird vielleicht hier die ganz... Also nicht ganz rechts oben. Also nicht die in dem blauen Raum, sondern die oberste außerhalb des blauen Raumes. Das wird vielleicht die Boss... Also, die
Dungeon-Item-Truhe sein, vermute ich mal. Falls das nicht schon die war, die wir als kleines Kind hier schon gefunden haben. Wir haben ja schon die Hälfte des Dungeons durch. Ja, ich bin mal gespannt. Hier kommen wir hoch. Okay. Wir werden jetzt hier... Wären wir jetzt weiter in den großen Raum. Naja, das ist uns nicht gelungen, weil ich ein Idiot bin. Daher würde ich mal sagen, falls euch die Folge gefallen hat, würde ich mich über ein Like und einen Kommentar freuen. Ebenso über ein Abo, falls ihr mich weiterverfolgen wollt. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge von Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time. Bis dahin, Servus!